Jo, herzlich willkommen dann heute für eine neue Lektion aus der Reihe Java für Tonsi MTG. Heute beschäftigt man uns dann mit dem sogenannten Tableau d'Exécution, ein Hilfsmittel, die wir benutzen am Java für zu wissen, was genau in einer Methode funktioniert. Und der Carlos weiß dir dann, wie das funktioniert. Das mir hat die heute Methode schon an einer anderen Lektion gesehen. Wir haben heute etwas geändert, Präzision nochmal ein bisschen mehr klein gemacht wie am anderen Algorithmus, für das wir heute ein bisschen mehr schnell den Tableau am Schluss kriegen. Das ganze Prinzip von dem Tableau der Exekution ist, wir spielen den Computer. Das ist, wir überlegen nicht, was wir wollen, wir spielen wirklich alle Befehle vom Computer. Wir fangen oben an bis zum Schluss. Genau. Okay? Das ganze Prinzip ist ziemlich einfach. Wir holen irgendein Blatt Papier oder ein Das im Computer, Fall als der Kalksheet, ja. klar, wir wissen nicht, wie proper. Wir können da doch auf einem Blatt Papier, wir gebrauchen heute keine Rechnung von ihm im Prinzip. Das ist, wir gebrauchen den aus Papier. Wir holen dann alle Variablen, alle Attribute und alle Parameter, die verholen wir einfach hier an unserem Kalkgerall. Das schwenken dann nur nun, aus was an unserem Methode hier vier können, den Step Count aus der ersten Variable, ersten Attribut, schreiben wir den auch an der ersten Kolonne. Step Counter, für mich proper zu kreieren, man ist alles zentriert, geht einfach ein bisschen mehr schön hin. Und dann gehen wir einfach weiter. Wir noch ein P-Arc, das ist ein Argument. Das schreibe ich dann auch dahinter. Dick P-Arc. Oh. Ah, muss man schneiden. Oh, das ist schief gegangen. P. Da muss ich auch dann alles. In 3, 2, 1. Das da muss man auch den P-Arc an der Kolonne schreiben. Ja, die Argumente schreiben wir dabei. Ja. Dann gehen wir einfach heute den Code durch und wir holen dann die Variablen der Reihenfolge, wie sie kommen. Ja. Das ist P8 Hummer, da könnten A, B und Precision. Das ist, da schreiben wir die drei Variablen noch da dran. A, B und Precision. Precision. Voilà. Wir machen noch, und das aus gewissen Gründen, all diese Konditionen von den If Du und schreibst von einfach den Whiles, Teilkondition logisch einfach drin, ne? Teilkondition Logik dahinter. Das muss ich nicht, wir haben also ein einfaches Beispiel, muss ich nicht, mit mir sagen einfach nur mir einfach, da vergesse ich nicht etwas. Ja. Voilà. Das ist die nächste Kondition Logik aus der vom While. Die hat noch ziemlich kompliziert. Ich meine, die dann auch an zwei Schritte. Ich meine, für die Rechnung A minus B. Da kann man auch noch vergleichen. Und ich meine dann daneben die Kondition selber. A minus B, was den strikten mehr groß wie Precision. Ja, ich meine den ein bisschen mehr groß. Voilà, tipptopp. Ich meine noch ein kleiner Strich dazwischen. Dann haben wir gesehen, wo es da wirklich aufhängt. Und auch nicht. Voilà, ein kleiner Strich. Voilà. Uff, das ist das Prinzip. Wenn ihr an einer Methode ein Print hat, wir sagen zu printen, den möchte ich dann noch meistens zum Schluss. Da Genau, haben wir näher an natürlich. seinen Print, das ist eine Rechenmethode, da lassen wir die auch weg. Ja. Voilà. Wo fängt man dann an? Wir fangen dann hier an, am eine Methode, mit Parameter. Das ist das, Okay. was ich muss decidieren muss. Was für Wert wird der Parameter? Ja, das hängt dann vom Abruf her von dem Objekt auf. Ich denke, was wollen wir als P-Arc? Wollen wir Wert 2? Das wir wollen dann das Quadratwurzel von 2 Die berühmte Quadratwurzel, alle. Da schauen wir einfach ein 2 2. dahinter. Das heißt, mein Parameter P8 wird der Wert 2. Zwei. Ja. Da gehen wir also kurz einfach weiter. Step Counter, pardon, kriegt der Wert 0. Da schreibe ich an der Case der Wert 0. Okay. Da gehen wir einfach so weiter. Die Lokalvariable A kriegt dann den Wert P8. Ja. A kriegt dann den Wert P8 wird 2, da kriegt A auch den Wert 2. Stell drinnen, das ist der Befehl b als gleich 1, das ist die Variable b, kriegt der Wert 1. Und dann drinnen, Precision, kriegt dann 0.0001. Wahrscheinlich alles dahinter. 0.0001, nicht 01, das ist drei Stellen haben wir bekommen. Voilà. Zwei Nullen an ein 1. Voilà. Und dann, wir gehen nachher beim Befehl if, erst mit Kondition p8 mit klein wie 0, da gucken wir einfach die Werte, die stoß stehen. 2 strikte mal mit klein wie 0. Danke nicht. Denke nicht, das schreiben wir hier false.
Ups, false, false, voilà. Das heißt, wenn die false ist, dann gehen wir nicht an den Blogger ran, wir gehen einfach direkt heraus. Ja. Voilà. Und dann gucken wir die heute, kompliziert Kondition. Wir rechnen vielleicht a minus b, weil es einfach mir einfach ist. A minus 1 geht 1. Schreiben wir doch dahin. Den Absolutwert von 1 aus dem wie groß die Präzision? Ja, 1 ist wie groß wie ein Tausendstel definitiv. Ja, dann machen wir so true. Wenn die While-Kondition true ist, was geschieht dann? Ja, dann exekutieren ich die Instruktionen, die an der geschweiften Klammer drin sind, am okay. Block. Da gehen ich einfach an den Block ran und dann exekutieren. Okay, heißt dann den ersten Befehl, den am Block drin steht, das Step Counter plus plus. Das schreiben ich dann drinnen. Ja, wir wollen sie nicht überschreiben, die machen einfach die nächste Zeile. Voilà. Also die Leute, die machen dann alles, wenn sie irgendeinen Wert ändern, einfach eine neue Zeile. Die da Platz alles andere nehmen, schreiben dann alles andere nehmen. Weil da gibt ein Diagramm ziemlich lang und nicht unbedingt mehr übersichtlich. Das bringt nicht mehr. Nein. Das ist heute die beste Methode. Wenn etwas ändert, schreiben wir einfach den dran. Da wissen wir alles, was ändern ist, das ist der letzte Wert. Okay, Step Counter plus plus ist selber wie um 1 heißt. Das ist schon ein neuer Wert 0 plus 1 geht 1. Okay. Da gehen wir einfach weiter. Den A, der steht immer beim A, der kriegt den Wert A plus B geteilt durch 2. A 2 plus 1 geteilt 3 geteilt durch 2. 1,5. 1,5. Schreiben wir auch dahinter. Nächster Befehl ist dann der B. Das gleich B8 geteilt durch A. B8 ist 2. 2 geteilt durch 1,5. Ich gewann dann, wenn es ein kleines Hölfszahl ja, da muss ich schon den Bruch rechnen, da geht schon wie schwer. Ich meine, heute ein bisschen wie groß, da kann ich halt just ein bisschen Platz. Ich gewann heute eine Kalkgas-Rechenmaschine. Yes. 2 geteilt durch 1,5. Das geht 1,33333 und das wird dann am B gespeichert. Komm, ich will eine Feierstelle, meine ich. Ja. Das ist mir kohärent, Papa. Weil wir mal Präzision ab 3 wollen, ja. Da wollen wir wenigstens ein mehr, für das wir wollen. Okay. Voilà. Da sind wir mal im Block fertig. Da gehen wir einfach hier rauf, while. Und wir gucken lo als ganz Konditionen ein. Die Konditionen haben wir gesagt, dass a minus b. Das ist 1,5 minus 1,33333. Ja. Das ist so etwas wie 0,1. Was ist das? 1,7, ne? 1,666. 6,6. 6, rum stellen. Eventuell noch ein 7 dahinter. Ja. Schwer zu sagen. Jetzt mal. Voilà. Den Absolutwert davon aus dem strikten Moment groß wie ein Tausendstel. Ja. Na, aber, das schreiben wir hier über True. Wenn den heute nur True ist, dann gehen wir an den Blocker ran. Okay. Und dann können wir an den nächsten Befehl vom Blocker ran. Ja, das Step-Counter. Oh, das machen wir ein bisschen nicht spät, brauchen wir noch nicht. Ja. Gehen wir weiter vor. Okay. Das ist 1 plus 1 geht 2. Schreiben wir den auch dahin. Und dann gehen wir beim A. Denn A kriegt den Wert von A plus B geteilt durch 2. Das ist 1,5 plus 1,333 geteilt durch 2,8333. 2,8333 geteilt durch 2 geht dann 2,8, dann ist 1,4. 3,333, das ist ein bisschen schwer schon, geht das 6,6,6,6. Ich bin der Student der Lutherische-Maschine geholt. Ich möchte nicht irren, bis da durchgehen. Okay. Ich bin aber da. Ja, okay, wir probieren nicht lieber. Na, wir trauen uns auch nicht so viel. Plus 1, 2, 3 Stellen. Ah, das sind 5 fehlt bei mir. Voilà. Plus 1,3333. Nummer für sicher Stellen. Das ja. Ist schon richtig. Hat was Schips. Und dann gedehlt durch 2. Da musst du mich in Klammer setzen. Ja. Voilà. Hier ist 1, 6, 5. Ah, Ball richtig. Oh, du willst schon was muss rauskommen, du fuddelst ja. Oh ne, ich bald nicht. Voilà, 1,416. Voilà. Normalerweise so den Taschenrechner. Okay, ja. Und dann, der B, aus P8 geteilt durch A, da geht es schon ein bisschen kompliziert. P8 aus 2 geteilt durch diesen Wert, wo, der rechnen wir rum. Ja, den trauen wir uns nicht. 2 geteilt durch 1,416. Und hier sehen wir auch das kleine Problem vom Kalk mit der Kommastellen oder Punktstellen. Die kriegen wir oft als Fehler. Da kriegen wir nur den B, den neuen Wert, der von heute. Die ja. Haben wir gerade gemacht. Dann ist es 1,4, 1,8. Das ist für Stellen, mehr brauchen wir ja nicht. Voilà. Da
man das rechnen. Da kann man hören beim While. Ja, wir müssen noch eine Kondition ausrechnen, für das, ob das stimmt. Wir machen dann a minus b. Dann rechnen wir den noch einmal. A 1,4166 minus 1,4118. Geht dann 0, da muss man aufpassen mit den Nullen, R der 40. Ja, da geht es schon gespannt. Und dann, die Valor absolut davon. Was ist das dritte Mal mit groß, wie Precision Test? Aus der Wert 0,004R, das dritte Mal mit groß wie 0,001. Ja, ja. Noch einmal. Noch einmal, noch nicht viel, aber das drüber. Das Resultat ist dann true. Ja. Test, wenn das Condition true ist, dann gehen wir mal den Logger an. Okay. Auf erster Befehl, Step Counter plus plus. Step Counter plus plus aus 2 plus 1 geht 3. Und das ist wirklich wichtig, dass man wirklich den Wert noch guckt. Nicht einfach mein Arsch gehen direkt auf 4. Mm-mm. Wirklich gucken, was war der andere Wert auf plus 1. Ja, kein Automatismus. Kein Automatismus, weil das feiert meistens zu falschen Resultaten. Mm-hmm. Nächster Befehl ist für den A zu bestimmen. Aus der Addition von A plus B geht durch 2. Das ist die heute 2. Oh, da fängt man an. Ja, tippen wir einfach das Ganze. Da geht mir einfach, weil wir müssen schon heute an, weil ich das Plus zu machen. Ja, und Klammer setzen. Klammer setzen, geteilt durch 2. Geteilt durch 2. Was tun wir dann? 1, 4, 4, 1, 4, 2. Und dann gehen wir für den B zu bestimmen. Einfach den 2 geteilt durch die Wert do. Die Nummer schon heute. Geteilt durch die Wert. 2 geteilt durch das Ganze. Das ist für das Beispiel nicht alles zu tippen. Ja. Da geht ein bisschen mit los. Das ist aber ganz toll. 4, 1, 4, 2. Voilà. Die 2 sind richtig. Wir sind nach dem Block fertig. Dann stecken wir rum beim While. Okay. Ganz Konditionen einkehren. Wir fangen beim A minus A. A minus A geht. A minus B, ja. Mhm. A minus B, pardon. Ja. Und du fährst selber. Ja, das ist ganz zufällig, ja. Ganz zufällig. Ja. A minus B geht dann 0. Okay. Das ist ein. Und da muss man konditionieren. Als 0 strikt mal mit großer Präzision von 0,001. Ah, nee. Nee. Dann schreiben wir da false. Das heißt, wenn die heute Kondition noch false ist, ja, und dann haben wir das mal, dann ist der Ball fertig. Dann ist der Ball fertig. Dann gehen wir zum Befehl nochmal. Ja. Den nächsten Befehl, den nochmal heißt, ist dann Return A. Ja. Das ist also Resultat aus der Tour. Okay. Und am Anfang, also wird das Resultat der Tour. Ja, super. Nun müssen wir aber testen, ob das stimmt. Wir gehen hin. Ja. Wir kontrollieren das, ob das stimmt. Ups, ich muss hier hingehen, Unimoser. Okay. Ein bisschen bewegen. Ich meine, ein bisschen groß. Ja, zählt das Riefer, das ist schon gesagt, genau. Ich kompiliere den Keier. Für den Schutz stellen. Jetzt Mausklick, ich meine, ein neues Objekt. Ja, ein Objekt ist auch so. Ja. Und dann rufen, oh, müssen wir ein bisschen hier rauf. Ja. Das haben wir alles gesehen. Abrufen. Ja, jetzt Mausklick. Mhm. Und dann wollen wir heute um den Quadratwurzel rechnen. Von 2. 2. Ja, da, da, da. Okay. 1, 4, 1, 2. Mit 4 Stellen. 1, 4, 1, 2. Super. Mhm. Voilà. Jo, ma jo. Das wäre dann noch für erst den Tableau der Exekution beizubringen. Ich so ein Merci für den Nullerstand.